Oftmals werden auch die Werte, die westlichen Werte, werden auch ins Zentrum gerückt. Ist das ein Teilaspekt dieses Krieges oder würden Sie sagen, das stimmt jetzt überhaupt nicht? Das stimmt überhaupt nicht. Also die Amerikaner haben ja den Irak bombardiert 2003. Und wenn die westlichen Werte sind, dass es keine Angriffskriege gibt, dann hat man sie dort ja verraten. Das sehen vor allem sehr viele Länder in Afrika und in Südamerika und auch in Asien. Die sagen, ihr wart doch die Länder, die uns kolonialisiert habt. Also die westlichen Werte, die nehmen wir nicht mehr ernst. Also das mit den westlichen Werten, ich glaube, das ist ein Diskurs, den wir hier in der Schweiz haben, der auch in Deutschland immer wieder erzählt wird und auch in Österreich. Und viele von uns glauben es, weil es fühlt sich einfach besser an, wenn man sagt, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Aber ich glaube, wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, dann merkt man, dass diese Werte von Gewaltverzicht, ja, die wurden viel gebrochen, vor allem von den NATO-Staaten.